Ihr kennt doch bestimmt alle diesen kleinen Fratz. Ihr wisst bestimmt dann ja auch, dass es ihn in anderen Farben gibt. Aber wusstet ihr, dass jede Farbe einen anderen Namen hat? Ihr wisst ja bestimmt, dass der grüne Yoshi heißt, aber ich sage euch jetzt, wie jeder von ihnen in echt heißt. Fangen wir an mit dem grünen, der heißt ja demnach Yoshi. Der lilane heißt Marcy, also ein Mädchen. Der schwarze heißt Tommy. Machen wir weiter mit dem roten, der heißt Nettie, aber er sieht aus wie Pink, aber er heißt Nettie, er ist rot. Der hellblaue heißt Johnny. Zu dem weißen habe ich keinen Namen gefunden, also sagen wir einfach mal Thomas. Der dunkelblaue heißt Tommy und der orangene heißt Eddie. Der gelbe heißt natürlich Sonny, ja. Und der pinke zum Schluss heißt Claudi. Wenn ihr wisst, wie der weiße heißt, sagt mir Bescheid und schreibt es mir in die Kommentare. Nur zur Information, Yoshis haben keine Geschlechter, also kein Mädchen und kein Junge. Falls ihr euch gewundert habt, dass der dunkelblaue und der schwarze gleich hießen, ich habe keine Ahnung wieso, ich habe es so gefunden. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne diesen Kanal, liked und kommentiert das Video und teilt es. Ciao.